Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Mit mir ist Sinan, der immer noch ein wenig heiser ist. Was heißt ein wenig? Ich bin eigentlich noch richtig heiser. Falls ich mal so ein bisschen rumquietschen sollte oder die Stimme mich verlassen sollte, jetzt schon mal ein kleines Sorry. Ja, da war es auch schon. wir sind letzte Folge irgendwie Level 90 geworden. Das lag wahrscheinlich daran, dass eben diese EP-Stufen ein wenig verkürzt worden sind und wir eben schon genug EP hatten, um eben Level 90 zu erreichen mit dem letzten Patch. Ja, wir sind Level 90 geworden. Wir wollten fliegen lernen. Das können wir im Tal der ewigen Blüten hier im Südosten machen. Wir werden jetzt mal gemeinsam, bevor wir in die Tonlong-Steppe gehen, beziehungsweise dort questen, einmal hier in das Tal der ewigen Blüten. Heißt das so? Tal der ewigen Blüten. Tatsächlich gehen mit Anduin drin zusammen und dann werde ich direkt nach Südosten rushen, wo wir dann hoffentlich das Fliegen erlernen können. Finden wir es heraus. Sprecht mit... Ah ja, wir sitzen auf einem Reittier. Eine kleine Zwischensequenz. Bitteschön. Kinder von Pandaria, die Nebel haben sich gelichtet. Für uns alle bricht ein neues Zeitalter an. Nehmt die heilenden Kräfte dieses Tals an, aber nutzt diese Geschenke weise. Oh, und das Tor geht auf. Wunderbar. Okay, das war's scheinbar schon. Gut, allzu spannend war das jetzt nicht. Hätte man eventuell noch ein bisschen imposanter gestalten können. Was gibt's denn hier? Es ist ein großes Risiko, so vielen den Zutritt zum Tal zu gewähren. Nee, das ist schon in Ordnung. Ich habe Vertrauen in unsere Freunde von jenseits der Nebel. Hier vorne können wir scheinbar die Quest abgeben, die wir gerade gestartet haben. Ist inspirierend und dringend benötigt. Wir müssen darauf vertrauen, dass ihre Herzen rein sind. Das schauen wir uns noch ganz kurz an. Das gehört ja noch zum Event dazu. Aber gut, allzu viel passiert hier, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr. Die wandern jetzt halt alle hier rein, haben alle so ein bisschen was gesagt. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Tatsächlich, die lösen sich hier schon in Luft auf. Alles klar, dann werden wir uns hier direkt nach Südosten begeben. Ich hoffe, dass wir die Stadt ganz einfach betreten können und dann tatsächlich auch direkt das Fliegen lernen können. Weil ich mag mich jetzt eigentlich nicht lange in diesem Questgebiet aufhalten. Ich würde dann sehr, sehr gern wieder zurück in die Tonlong-Steppe. Der Kaisergang, alles klar. Ich würde sagen, wir biegen hier auch mal nach links ab. Ja, ich hoffe, dass jetzt hier so ein Weg nach unten führt. Müssen wir gleich mal zusammen gucken. Hier oben ist auf jeden Fall der Tempel, wo wir dann die Quests abgeben. Also die Quest hier mit Anduin Rhun, die wir da gerade eben schon gestartet hatten. So, hier hinten kommen wir scheinbar durch. Okay. Werden aber wahrscheinlich jetzt angegriffen werden von irgendwelchen Gegnern. Ein paar Quests, okay. Da hinten kommen wir rüber, gell? Alles klar, das sieht doch gut aus. Ja, hier unten soll man scheinbar tatsächlich das Fliegen lernen können. Da freue ich mich ganz besonders drauf, mal Pandaria quasi aus der Luft zu sehen. Das da hinten dürfte es auch schon sein. Tatsächlich, da sehen wir schon die Allianz-Banner. Das sieht doch prächtig aus, Freunde. Ja, mal gucken, wie viel das kostet. Also, money-technisch habe ich mich da noch nicht informiert. Irgendeiner von euch oder mehrere von euch hatten schon mal in die Kommentare geschrieben, wie viel das kostet. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob wir das hier direkt machen können. Das wäre richtig cool. Ich denke, wir müssen nach oben, oder? Ja, ich denke, wir müssen nach oben. Alles, was fliegt, ist oben. Von daher gehe ich jetzt mal stark von aus, dass der Fluglehrer hier oben mit ist. Flugmeister, okay. Berichtet mir von euren Reisen. Nee, die kann uns das noch nicht beibringen. Bist du die Fluglehrerin? Nein. Geister der Harmonie. Feuerwerkshändlerin. Verwalter. Stallmeister. Ja. Wo kann man denn hier das Fliegen erlernen? Blumen. Blumen. Bist du denn der Fluglehrer?
Tatsächlich, Weisheit der vier Winde. 2500 Gold ist für uns gar kein Problem. Wir sind danach immer noch über 20.000 Gold. Wunderbar. Tatsächlich, Weisheit der vier Winde. Und jetzt könnten wir, denke ich, auch abheben. Ja, das ist doch prächtig, Freunde. Das ist doch prächtig. Ich werde hier, wie gesagt, jetzt mich nicht lange aufhalten, sondern wir werden jetzt hier rüber ins, in die Tonlong-Steppe gehen. Wo wir dann quasi erstmal questen, bevor wir dann hier irgendwann später, wenn wir alle anderen Questgebiete abgeschlossen haben, weiter questen können. Ich wurde gebeten, hier mal so ein bisschen die Hordenstützpunkte der, der Horde in Pandaria so ein bisschen zu zeigen. Müssen wir vorsichtig sein, die sind meistens, auch in der Luft bewacht. Das heißt, wenn wir uns da zu krass nähern, werden wir auch in der Luft angegriffen. Und es kann sein, dass wir abgemountet werden und dann quasi in die Tiefe stürzen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber das soll uns jetzt erstmal gerade nicht interessieren. Das werden wir später machen. Ich mag jetzt mal in der Tonlong-Steppe so ein bisschen das Questen anfangen. Einfach weil wir in der letzten und in der jetzigen Folge bisher noch nicht so viel erreicht haben. Unter uns haben wir auch Quests, die wir jetzt aber noch nicht annehmen können, so wie es ausschaut. Aber hier 25 Quests, das ist nicht viel. Das sollten wir dann, wenn wir hier sind, innerhalb von 3, 4, 5 Folgen, denke ich, abschließen können. Aber jetzt geht es, wie gesagt, erstmal in die Tonlong-Steppe, wo wir noch 88 Quests haben. Da haben wir noch einiges zu tun und in die Schreckensöde gehen wir auch noch. Da haben wir auch nochmal knapp 80 Quests. Also wir haben hier noch ordentlich was zu tun. Ich habe da jetzt ein paar Erze gesehen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir hier irgendwas abbauen können. Mal gucken. Oh, jetzt ist das wieder weg. Wo ist das denn? Hallo? Ist das irgendwie auch so Phasing-mäßig? Teepflanze, Geistereisenvorkommen. Okay, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir werden jetzt hier zum Außenposten vorfliegen. Und ja, ihr seht das schon. Fliegen ist definitiv deutlich angenehmer. Wir können einfach die Luftlinie nehmen. Straight durch, ohne dass wir von irgendwelchen Gegnern angegriffen werden. Wir können uns so ein bisschen umschauen. Ja, also fliegen, das wird uns auf jeden Fall ein wenig die Arbeit erleichtern, die wir hier in der Tonlong-Steppe haben. So, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht hier hochklettern möchten, dann können wir hier einfach hochfliegen, statt diesen ganzen Weg hier hochzulaufen. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Und da oben ist der Außenposten auch schon. Wunderbar. Dann geben wir jetzt endlich mal die Quest ab. Das Geistereisen lassen wir mal. Ist jetzt nicht so wichtig. Reparieren würde ich auch gerne. Welche Vorräte? Das machen wir mal ganz fix bei ihm. Tasse Kaffer. Kafferpresse. Pack mal das hier mal. Kühnbohnenkaffer. Was ist das? Kafferkotabeere. Esst mich. Wir packen das Zeug hier mal unten rein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe seit der letzten Aufnahmesession mich noch nicht damit auseinandergesetzt, was ich so im Rucksack habe. Die Mauer darf nicht. Geh mal erstmal die Quest ab. Wir werden niemals nachgehen. Hinter der Mauer. Willkommen in der Tonlong-Steppe. Wenn ihr schon darauf besteht, euch in die dunkelsten Winkel Pandarias zu wagen, dann könnt ihr euch dabei auch wenigstens nützlich machen. Ey, Alter, sei nicht frech, wir helfen dir doch schon. Ein Fuß in der Tür. Lord Taran fängt euch in seinem stählernen Blick. Kriegerin, ihr tragt das Mal so manch einer geschlagenen Schlacht. Gut, wir können mehr kampferprobte Leute wie euch gebrauchen, um die Front zurückzuschlagen. Wir konnten hier zwar Fuß fassen, doch die Aungol sind darauf erpicht, uns zu vertreiben. Wenn ihr euch beweisen wollt, geht den Hügel hinunter und zeigt diesen Aungol, dass wir nicht klein beigeben werden. 8 Stürmer von Usul töten, alles klar. Das ist easy going. Sonst haben wir hier, glaube ich, erstmal keine Quests, oder? Gesichert. Wir sollten die erste Gelegenheit zum Angriff nutzen. Ich bin anderer Meinung. Wir dürfen die Stärke der Aungol nicht unterschätzen. Wir haben sie bereits in die Defensive gedrängt. Jeder Moment schwächt sie weiter. Okay. Wie unsere. Seht ihr nicht, wie viele Verletzte wir haben? Habt ihr vergessen, wie viele gefangen genommen wurden? Habe ich nicht. Ihr seid der, der ständig vergisst, dass mein Mann einer der Gefangenen ist. Ja, die streiten hier mal so ein bisschen. Wir haben viel zu tun und die Befreiung Linz ist eine unserer Prioritäten. Okay. Sagt er jetzt noch was, oder? Nee, ne? Ja gut, dann gehen wir einfach mal runter und töten die 8. Das sollte ja ziemlich flott gehen, denke ich. Würde ich auf jeden Fall gerne noch in dieser Folge machen. Ja, ja, unverteilte Talentpunkte. Müssen wir eben mal gucken, was ihr da in den Kommentaren dazu geschrieben habt. Weil das ist ja noch quasi der gleiche Tag, an dem ich das hier aufnehme wie bei der gestrigen Folge. Das heißt, ich habe eure Kommentare noch nicht
ja, durchlesen können. So, kommst du mal ran und kommst du mal ran. Nee, mag er nicht, okay. Greifen wir mal die beiden an. Ich werde jetzt mal während den Kämpfen nicht so viel sagen, einfach um meine Stimme ein bisschen zu schonen. So, 3 von 8, das sieht doch gut aus. Kommst du auch mal ran, dann nehmen wir mal euch 3 hier. Okay, das sieht gut aus. Ah, jetzt kommt der andere auch noch dazu, alles klar. So, die Hälfte haben wir sogar schon, sehr schön. Werden wir wahrscheinlich sogar noch eine andere Quest anfangen können. Sehr gut, 6 von 8 und dann nehmen wir einfach die beiden hier noch mit. Und dann sollte sich das eigentlich geregelt haben. So, du greifst uns mal an, bitte. So, 8 von 8, alles klar. Geben wir mal die Quests ab. Geistereisenvorkommen, Teepflanze, brauchen wir beides nicht. Also könnten wir natürlich gebrauchen, aber ich laufe da jetzt nicht extra hin. Einfach, weil die dann doch nicht mehr so viel wert sind. Oh, wir können ja tatsächlich fliegen. Ich habe das ja ganz vergessen. Hui, sehr schön. Wie können die Shadowpan von... Gut, ich sehe schon, ihr seid fähig. Ich hoffe, ich kann mich für das, was kommen mag, auf eure Talente berufen. Das Geile am Heisersein ist ja, dass ich sehr, sehr tief reden kann, aber sobald es so ein bisschen höher geht, also quasi in meine normale Stimmlage, dann fängt es an zu quietschen. Also ich habe das extrem festgestellt, als ich von dem Fußballspiel nach Hause gekommen bin. Ich bin so extrem tief gekommen, runtergekommen mit der Stimme, das war der Wahnsinn. Da klang ich so ein bisschen wie Darth Vader. Aber gut, nächste Quest, erster Angriff. Jetzt, da wir etwas Zeit hatten, die Schwächen unserer Feinde auszuloten, wird es Zeit für uns, den Yaungol einen direkten Schlag zu versetzen. Geht und fordert die Schafhörner von Ozul auf der Mesa im Westen heraus. Lasst sie wissen, dass wir hier sind und keine Angst vor ihren Drohungen haben. Wilde Flucht? Jede Armee braucht eine Nachschublinie. Im feindlichen Lager im Westen gibt es eine große Tierherde, die der Yaungol-Armee als Hauptnahrungsquelle dient. Zu unserem Glück sind die Yaks und Mushan hier in der Gegend ziemlich schreckhaft. Schleicht euch an sie heran, versetzt den Tieren einen ordentlichen Klaps und wartet ab, was passiert. Alles klar, ein bisschen hier Popo hauen. Sehr gut. Pech gehabt. Wenn der Ozul-Stamm in den Krieg zieht, imprägnieren sie ihre Speere und Pfeile mit einem leicht entzündlichen, langbrennenden Pech. Mit diesen schrecklichen Waffen vergießen sie nicht nur Blut, sondern zerstören auch die Häuser ihrer Feinde. Ich möchte, dass ihr etwas von diesem Pech sammelt, während ihr euch in ihrem Lager aufhaltet. Damit werden wir den Yaungol zeigen, wie leicht man sie verbrennen kann, wenn man mit dem Feuer spielt. Okidoki. Im Süden gibt es ein Problem, mit dem ich mich sofort befasse. Die zwei kommen wohl mit uns mit. Wenn ihr eure Pflichten erledigt habt, meldet euch bei Ban Bärenherz. Ich überlasse ihnen die Befehlsgewalt für die Dauer der Mission hier. Okay. Ich werde euch bald wiedersehen. Ja, dann... Auf bald, mein Lieber. Der dürfte jetzt weggehen. Mit Taoshi zusammen. Tatsächlich. Yo, ampelförmig sind die Quests hier schon angeordnet. Ich werde jetzt aber nicht mehr damit anfangen, sondern die Folge beenden. Und ich denke auch die Aufnahmesession beenden. Das ist jetzt die Mittwochsfolge, wenn ich mich nicht irre. Bis dahin sollte dann hoffentlich auch meine Stimme wieder, ja, sag ich mal, normal sein, dass wir am Donnerstag wieder mit einem normalen Let's Play weitermachen können. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich mal einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.